Mich würde zu Beginn vielleicht erstmal interessieren, in welchem Zusammenhang oder aus welchem Anlass dieses Beißreflexe-Buch eigentlich ja, erschienen ist. Wir haben jetzt die Herausgeberin nicht dabei im Gespräch, aber Caro, vielleicht kannst du trotzdem zum Einstieg was zu diesem Entstehungskontext sagen oder vielleicht auch einfach, wie du dazu gekommen bist, für dieses Buch was zu schreiben. Ja, das kann ich gerne machen. Das Buch selbst wird ja gerade sehr, sehr viel rezipiert. Ich glaube, das Ganze, was die große Motivation der Leute, die sich daran beteiligt haben, war, dass über die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt in politischen Kontexten immer klarer wurde, dass durch bestimmte Kommunikationstechniken, die sich Leute, die Queere vertreten, aneignen oder auch anderen aufzwingen, politische Diskussionsräume geschlossen werden. Aber nicht nur das, es gibt auch immer mehr oder es gab immer wieder Situationen, in denen Leute Opfer wurden von Rufmordkampagnen oder ähnlichen Dingen, also ganz reale Problematiken. Und in den Hintergrund gerückt ist immer wieder der Kampf um die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und so weiter. Das ist da auf der Strecke geblieben. Und wer sich politisch betätigt oder auch aus eigener Not heraus, weil er oder sie nicht straight ist oder sich mit den Geschlechterrollen nicht wohlfühlt, die angeboten sind, wer sich politisch betätigt in dieser Richtung, hat immer wieder gemerkt, dass die ganze Queer-Community da irgendwie eine Auseinandersetzung verhindert. Und somit, ich glaube, das ist auch für Petsy eine Motivation gewesen, da tätig zu werden. Und für mich war das auch wichtig, als ich gefragt wurde, ob ich einen Beitrag schreibe, da diese Erfahrungen endlich mal zu verarbeiten. Jakob, wie bist du dazu gekommen, was für dieses Buch zu schreiben? Inwiefern hat die Diskussion um Feminismus, um Queerpolitik eine Relevanz für dein Schreiben und Nachdenken gehabt? Also bei mir war das so, ich habe Petsy während meines Studiums an der Humboldt-Universität in Berlin kennengelernt. Die waren beide auch politisch an der Universität engagiert und haben auch in diesen Zusammenhängen gemeinsam festgestellt, dass wir da quasi auf Probleme stoßen, die wir für Probleme genau dieser Queer Politics halten, die uns gerade auch ein politisches Engagement schwer machen. Und aus der Reflexion quasi ganz teilweise ganz praktischer Probleme und Auseinandersetzungen, die wir da hatten und auch Anfeindungen und Missverständnissen sicherlich auch. Also bin ich auch in ein Gespräch da gekommen oder waren wir quasi, hatten da auch gemeinsame Erfahrungen. Und ich hatte einen Teil quasi meiner Beobachtung, gerade was auch so universitäre Politik betrifft, was ja ein Hauptspielfeld auch queerer Politik ist. Ein Teil dieser Erfahrung hatte ich auch schon in verschiedenen Artikeln, unter anderem für die linke Wochenzeitung Jungle World, verarbeitet. Und mein Beitrag für das Buch ist also nur eine bearbeitete Version eines Textes, den ich für die Jungle World geschrieben habe. Aber das war vielleicht auch nochmal wichtig, irgendwie quasi da auch nochmal meine Überlegungen, die ich mir schon einmal gemacht hatte, auch nochmal wieder zu lesen und dann aber auch dann in den Kontext vor allem, und das hat mich sehr interessiert, dieses Bandes zu stellen, in dem ja sehr verschiedene Texte, also es sind 27 verschiedene Texte, in dem sehr verschiedene Texte mit sehr verschiedenen Zugriffen versammelt sind. Und ich wollte auch gerne, dass die Beobachtungen, Erfahrungen und auch die Thesen, ja, die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, dass die auch in einen Diskussionsrahmen, vielleicht auch mal in einen anderen Diskussionsrahmen als in der Jungle World kommen und sicherlich auch, also ich will das ja zur Diskussion stellen und damit eben und auch natürlich Rückmeldungen haben, solange das im Maßstab irgendwie begründbare Kritik und nicht unbegründete Angriffe stattfindet. Ihr habt jetzt beide angedeutet, ja, in was für eine Richtung ihr Probleme habt mit einem Zustand der queer-feministischen Zusammenhänge, wie wir sie gerade in Deutschland haben. Würdet das gerne konkretisieren und dafür einen genaueren Blick in die Texte werfen, die ihr jeweils geschrieben habt. Caro, du hast einen Artikel über Betroffenheitsfeminismus geschrieben, wie du das genannt hast. Also es gibt eine Spielart des Feminismus oder bestimmte feministische Zusammenhänge, die du eben als Betroffenheitsfeminismus bezeichnest. Was kann man denn darunter verstehen? Was macht für dich Betroffenheitsfeminismus aus? Ich habe nicht über den Betroffenheitsfeminismus gesprochen. Ich habe ganz bewusst auf eine Substantivierung verzichtet in meinem Artikel, weil ich der Meinung bin, das Phänomen, das ich beschreibe, in verschiedensten Kontexten auftreten kann und auch vielleicht sogar als eine Art immer wieder aufkommende Situation in feministischen Zusammenhängen sich auszeichnet. Das heißt, worüber ich schreibe, ist die betroffenheitsfeministische Gruppe, die sich, die man prospektiv, also klar, so wie ich das gemacht habe, beschreiben kann, aber auch retrospektiv immer wieder auch historisch feministischen Zusammenhängen beobachten konnte. Das ist die Situation, wenn
Frauen, aber auch Männer, die mit ihnen assoziiert sind, also Menschen mit einem bestimmten Diskriminierungshintergrund, sich quasi zusammenrotten oder auch auf subtilere Arten und Weisen anfangen, verfolgendes Verhalten zu zeigen und sich auf eine Person oder auf eine Thematik auf eine Art und Weise stürzt, die ganz unmittelbar schädlich ist und keine emanzipatorische Reflexion der Verhältnisse mehr zulässt. Jetzt beschreibst du in deinem Text nicht nur die Dynamik von eben betroffenheitsfeministischen Gruppen, sondern du versuchst da auch so ein bisschen zu ergründen und zu erklären, wie so eine Dynamik zustande kommen kann. Ja. Und dafür greifst du ja viel auf psychoanalytische Motive zurück. Du sagst, dass in der weiblichen Sozialisation, in der weiblichen Subjektwerdung, dass da eine bestimmte Kränkung eine sehr grundlegende Erfahrung ist. Kannst du mal erklären, was das für eine Kränkung ist und wie das dann wiederum auch in betroffenheitsfeministischen Gruppen eine Rolle spielt? Also ich definiere ja die misogyne Kränkung, bezieht sich sehr stark auf Simone de Beauvoir, die das ganz wahnsinnig gut herausgearbeitet hat, aber auch später noch. Diese Kränkung ist die Situation, mit der Frauen im Laufe ihres Lebens irgendwann konfrontiert werden, meistens in der Pubertät. Manche bekommen das früher mit oder sexuelle Übergriffe machen das auch ganz, ganz deutlich, dass man als Frau zuvorderst in der Gesellschaft oder dass die weibliche Geschlechterrolle an einen herangetragen wird auf der Ebene, dass man eben nicht transzendentes Subjekt wird. Also dem gegenüber kannst du die männliche Subjektwerdung stellen, dem Mann wird halt auch es ist auch eine schmerzhafte Zurichtung, aber dem wird einfach versprochen, eines Tages der Vertreter der allgemeinen Prinzipien der Gesellschaft zu sein. Während die Frau im Aufwachsen, in der Pubertät, spätestens dann mit auf den Weg bekommt die Botschaft, du bist zuvorderst als Frau sortiert. Du hast beispielsweise Brüste, deswegen nehmen sich Leute das Recht raus, da drauf zu starren. Und für eine junge Frau ist das eine kränkende Situation, da sie natürlich erwartet, in der heutigen Gesellschaft für ihre Subjektivität oder als Subjekt, als Individuum gesehen zu werden. Das ist ja auch das Versprechen, das die Gesellschaft heute bringt. Und plötzlich sieht sie sich aber darauf zurückgeworfen, zuvorderst als Frau sortiert zu werden oder auch zuvorderst als eine Person gesehen zu werden, von der erwartet wird, emotional zu sein und alles zu tragen, was den Männern nicht erlaubt ist, also das Abspaltungsobjekt. Und auf der Ebene, glaube ich, wird diese Kränkung oder materialisiert sich diese Kränkung bei jeder Frau auf eine gewisse Art und Weise, aber natürlich auch für jedes Individuum im Einzelnen. Also jede Frau erlebt das nochmal auf eine eigene Art und Weise. Manche erleben das weniger schlimm, manche schlimmer. Und im Buch habe ich ja auch diesen Exkurs gemacht, in dem ich eine Situation, eine innerfamiliäre Situation nachstelle zwischen einem Elternpaar und einer Tochter, die also von dem Vater eben abgelehnt wird, weil er in ihr eben eine Frau sieht zuvorderst und nicht ein Subjekt. Der sie ablehnt deshalb und daraus entwickelt sich dann eine Kränkung. Das heißt also, es gibt einmal die gesellschaftliche Ebene, auf der diese misogyne Kränkung stattfindet und durch die Frauen sich eben immer aber auch durcharbeiten müssen. Und natürlich aber dann nochmal die individuelle Ebene, auf der jede Frau das nochmal für sich erlebt und manche auch gar nicht so schlimm, also als gar nicht so schlimm erleben, was durchaus zu verstehen ist. Und jetzt findet sozusagen diese Kränkung, die du beschreibst, die ja sozusagen auch aus einem Kanon von feministischer Literatur und feministischer Forschung, jetzt beziehst du das auf sozusagen diese betroffenheitsfeministische Dynamik. Ja, wie wird das da quasi reproduziert oder wie wird damit umgegangen da? Also ich würde sagen, diese misogyne Kränkung trägt eine Traumadrohung in sich. Also es ist ein Trauma, eine narzisstische Kränkung, also die Botschaft zu erhalten, dass man zuvorderst eben nicht für den Intellekt oder für das, was man kann oder seine eigene Identität anerkannt wird, sondern eben fürs Frausein. Und diese Traumadrohung muss abgewehrt werden. Und das ist der Ansatzpunkt, auf den ich eingehe. Trauma ist, denke ich, ein zentraler Punkt bei der Entwicklung dieser Dynamik in der betroffenheitsfeministischen Gruppe. Und toxisch wird es, wenn diese Kränkung, diese misogyne Kränkung dysfunktional verarbeitet wird, also auf eben genau diese schreckliche Art und Weise, wie ich das beschrieben habe. Also die betroffenheitsfeministische Gruppe sucht da nach einer unmittelbaren Wiedergutmachung, also einer Rückgängigmachung des Traumas, in dem eine Situation vollkommen vereindeutigt wird. Es wird gespalten in einen bösen Täter, es wird externalisiert, also das heißt die ganzen bösen Gefühle ins Außen projiziert. Und auf der anderen Seite gibt es das unbefleckte Opfer, das entweder eine Person ist, die ein Trauma tatsächlich erlebt hat, an dem sich das Ganze materialisiert, oder eben man selbst ist das unbefleckte Opfer. Und sekundär dazu soll dieses Böse, also der böse Täter, vollständig eliminiert werden. Und diese Reaktion ist aber nur eine Abwehr eines Konflikts, also dieses gesellschaftlichen Konflikts.
der weiterhin existiert. Und also Konflikt bedeutet hier eine Problemstellung zwischen dem Subjekt und der Wirklichkeit, das heißt der Welt. Und wünschenswert wäre natürlich eine Bewältigung dieses Konfliktes, dieser misogynen Kränkung auf einer höheren Ebene. Eine Integration, eine Frage, wie kann ich in dieser Welt Frau sein und eben diese Problemstellung bearbeiten und darüber aber noch hinausgehen und ein Subjekt werden, also intellektuell oder was auch immer, und einen Ansatzpunkt finden, ein dynamisches Selbst zu entwickeln, das an diesen Herausforderungen durch die Welt nicht kaputt geht. Ich denke, wir kommen auch gleich nochmal dazu, das zu diskutieren, was du jetzt ausgeführt hast, und das aufeinander zu beziehen. Ich würde vorher aber nochmal von der betroffenheitsfeministischen Gruppe zurückkommen zum Queerfeminismus, was uns nämlich dann zu Jakobs Artikel führt. Ich habe das vorhin schon erwähnt, eigentlich war ja die Queerbewegung ursprünglich eine sehr provokante Bewegung, also eine Bewegung, die mit Punk und Kabarett verbunden war, in der es zwielichtig und pervers zugegangen ist, in der auch das bürgerliche Leben sehr explizit abgelehnt wurde. Ich glaube, dass das, was heute als queer bezeichnet wird, eigentlich was anderes ist oder sich zumindest sehr verändert hat. Ich glaube nämlich, dass sich die queere Bewegung über die Vermittlung der Queer Theory akademisiert hat. Jakob, in deinem Text geht es um Erfahrungen, die mit queeren Zusammenhängen an der Universität eben zusammenhängen, und du kommst da zu einem harschen Urteil, das auch eben sozusagen in der Einleitung schon vorkam. Du sagst, Queerfeminismus an der Uni verhindert Erkenntnis, verhindert Diskussion, verhindert Kritik. Was bringt dich denn zu so einem Urteil? Das in einer gewissen Art und Weise war ein Urteil, was jetzt, so wie du es zitiert hast, etwas aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Es bezog sich nämlich vor allem darauf, dass der Fachbereich Gender Studies, wie ich ihn auch an der Humboldt-Universität in Berlin erlebt habe, die das Dogma quasi der Queer Theory und tatsächlich jetzt wirklich nur der akademischen Variante, Butler und fortfolgend, tatsächlich zum unanfechtbaren Dogma dieses Fachbereichs gemacht hat, sodass andere Ansätze, eben das Geschlechterverhältnis zu verstehen und zu kritisieren, im Grunde genommen gar nicht mehr auftauchen können. Beziehungsweise, sobald sie auftauchen, eben nur als nicht zu duldende Abweichung wahrgenommen werden. Das heißt, was da passiert, ist im Grunde genommen eigentlich eine Verkehrung auch irgendwie, die dieses quasi diese positiven Besetzungen von Abweichung als queer zu jetzt quasi im Rahmen einer Institutionalisierung und Akademisierung und letztlich irgendwie Verbürgerlichung von queer ist es eben dazu gekommen, dass queer, so wie sie jetzt existiert, in einer gewissen Art und Weise irgendeine Art, naja, da wird etwas verwaltet, irgendwie ein bestimmtes akademisches Erbe zum Beispiel, und was nicht in dieses akademische Erbe passt, wird halt ausgeschlossen. Und darunter fallen sowohl marxistische wie auch psychoanalytische Ansätze in der Geschlechterforschung, die ich ja für sehr wichtig halte, die aber da kaum noch irgendwie zur Sprache kommen. Also und gerade, und das ist ja auch das Interessante, dass diese Dogmabildung der Queer Theory letztlich selber die Erkenntnis der Queer Theory angreift. Also ich meine, das war ja auch, das darf man bei all dem ja nicht vergessen, durchaus auch ein, sagen wir, ein wissenschaftlicher Schritt, irgendwie nochmal ein anderes, einen anderen Problemzusammenhang auch in den Blick zu nehmen. Nur wird, sobald der selber zum Dogma verdinglicht wird, verliert das auch quasi den Stachel der Kritik. Das tut quasi beiden Seiten nicht gut, wie dieser Widerspruch im Moment gelagert ist. Sowohl quasi der institutionell hegemonalisierten Queer Theory, wie dem, was sie nicht dulden können, wie dann den quasi unterdrückten Ansatz. Also deswegen mein harsches Urteil über diese akademisierte Variante von Kritik, die sich dann eben aber positiv setzen muss, sobald sie quasi in einem Wissenschaftsbetrieb eine bestimmte Hegemonie anstrebt. Du zitierst in deinem Artikel eine queere Aktivistin, die in einer Diskussion einfordert, dass die Universität oder der Seminarraum, dass es kein intellektueller Raum sein soll, sondern ein Schutzraum. Und auch dein Artikel ist ja überschrieben mit der Zeile, wenn der Alltag zum Schutzraum wird. Und das skizziert ja so ein bisschen einen Widerspruch, weil eigentlich geht es ja bei der politischen Diskussion immer um eine Öffentlichkeit, die man herstellen will. Der Schutzraum ist eher ein Rückzugsort, ein privater Raum, in dem sozusagen man sich mit bestimmten Sachen auch nicht verständlicherweise nicht auseinandersetzen möchte. Wie würdest du diese Forderung nach dem Schutzraum da einordnen? Ich fand das sehr interessant, was Caro gerade gesagt hat und auch, was sie auch in ihrem Text darlegt. Das ist nämlich quasi, dass diese Vereindeutigung und letztlich auch moralische Vereindeutigung zu, es gibt Opfer, es gibt Täter und Opfer muss man schützen und dafür braucht man Schutzräume, dass das in einer gewissen Art und Weise auch die Verdrängung, oder ich bin da jetzt psychoanalytisch nicht ganz so sicher, aber irgendwie die Verdrängung oder auch Abwehr eines bestimmten Konflikts ist. Dieser Konflikt müsste ja aber selber bestenfalls eigentlich ins Bewusstsein kommen. Und mein Eindruck ist, dass gerade dieses inflationär benutzte Konzept der Schutzräume und gerade dann auch noch in Räumen wie der Universität, wo es ja eigentlich darum geht,
sowas wie öffentliches Denken zu erlernen und zu proben, dass das ganz fatale Konsequenzen hat. Das heißt, ein Schutzraum impliziert, dass quasi eine bestimmte Gewalthandlung unterbunden werden muss, zum Beispiel. Jetzt wird an der Uni zum Beispiel quasi eine missliebige Meinung als eine Gewalthandlung auch verstanden, was dann wiederum, wenn man das mit dem Schutzraum eben zu Ende denkt, auch dazu führt, dass man diese Stimme, die man da nicht hören möchte, auch zum Schweigen bringen muss. Und da denke ich, dass eben quasi sowas wie Konfliktfähigkeit und auch Fähigkeit, Ambivalenzen zu ertragen, was ja nebenbei eine ganz zutiefst emanzipatorische Annahme ist, ja, also dass es etwas braucht, wie Subjekte eben Autonomie gewinnen können, ja, dass das da in den Hintergrund gerät und dass eigentlich, je mehr man mit diesem Konzept von Schutzraum operiert, dass man eigentlich damit eher entautonomisierende, also anti-emanzipatorische Effekte hervorruft, indem eben auch quasi vereindeutigt wird und auch die Rollen eigentlich sehr viel klarer festgelegt werden. Als ich die Artikel von euch beiden gelesen habe, da sind mir zwei Gemeinsamkeiten aufgefallen. Ihr sprecht nämlich beide davon, dass heutige queerfeministische oder betroffenheitsfeministische Politik einerseits Ambivalenzen vermeidet oder ausblenden will und dass sie andererseits autoritäre Züge sogar annimmt. Ich finde, das ist ziemlich interessant. Deshalb will Queer ja ursprünglich eigentlich auf Ambivalenz gesetzt hat. Mich würde interessieren, wie das zustande kommt. Also die Frage an euch beide gerichtet, vielleicht zuerst an Caro. Wie beobachtest du das? Also Ambivalenzvermeidung auf der einen Seite, autoritäre Tendenzen auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen? Findest du, dass das nicht zusammenpasst? Ja, passt schon zusammen. Genau, die Frage ist eher sozusagen, ja, wie kommt das zustande? Wie kommt das zusammen? Ja, was die autoritäre Reaktion angeht, also die Ambivalenzvermeidung, denke ich mal, einfach angelegt. Die autoritäre Verhaltensweise auch ebenfalls. Also es ist einfach eine autoritäre Reaktion. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Es gibt Betrachtungen von Detlef Österreich. Es geht um die autoritäre Reaktion, also nicht den autoritären Charakter, der eine stabile, feste Persönlichkeit annimmt, der, wie man das eben in den geisteswissenschaftlichen Studiengängen immer lernt, ein stabiler Typ ist, der durch die deutsche oder was auch immer faschistische Reformation einfach ein stabiler autoritärer Charakter ist, sondern die autoritäre Reaktion geht davon aus, dass in einer bestimmten Krisenkonstellation es zu autoritären Verhaltensweisen kommt. Und das wäre ja eben das, was ich eingangs auch gesagt habe, die Abwehr des Traumas, die hier aber auch, ich würde sagen, auch stark durch den politischen Zeitgeist provoziert wird, auch ein Stück weit. Also ich würde aber auch zu einer postmoderne Kritik auch weitergehen auf einer gewissen Ebene. Diese Leute befinden sich in einem ständigen Kampf, ja. Also Gesellschaft wird als ständiger Kampf begriffen, also über den man auch keine Sekunde verlaufen darf. Deswegen auch eben autoritäre Reaktion als ständige Krisensituation, als ein ständiges Krisenengagement. Ich würde sagen, so eine postmoderne Kritik, also wenn man eben Kultur ausschließlich als eine Vielzahl miteinander konkurrierender Narrativ begreift, keine objektive Wahrheit mehr, auf die man sich eben verlassen kann, oder keine unhintergehbaren Wahrheiten mehr, hinter die man nicht mehr zurückfallen kann, dann ist jede Erkenntnis etwas, was du die ganze Zeit neu erkämpfen musst. Und die aktuelle Situation, in der du eben dein eigenes Narrativ dann verteidigen musst, ist dann eben eine Kampfsituation und man darf dann auch nicht verschnaufen. Also so wird eben dieses postmoderne Denken auch zum Einfallstor des Bestehenden, weil wenn nur noch die Redeweise über die Dinge bestimmt, wer vorne ist. Und dann hast du im Grunde am Ende so eine quasi darwinistische Situation, in der die Leute fortgesetzt kämpfen müssen, um anerkannt zu sein. Du hast jetzt das auch nochmal erwähnt, dass das eben diese Ambivalenzvermeidung oder diese Art der Politik auch zusammenhängt mit postmoderner Theorie. Da auch nochmal an Jakob die Frage, Ambivalenzvermeidung und autoritäre Züge. Kannst du das vielleicht auch einbetten in eine bestimmte Entwicklung der Akademie oder dieses Bildungsbetriebs, wo die postmoderne Theorie halt eben en vogue ist? Ja, ich glaube, das lässt sich verbinden und vielleicht zwei Punkte. Der erste ist institutionell. Es ist völlig klar, dass bei den Bedingungen, die herrschen im akademischen Betrieb, quasi permanente Konkurrenz der Normalzustand ist die Ware, quasi mit der man im akademischen Betrieb handelt, vor allem die der Aufmerksamkeit natürlich. Und das heißt, es ist ein permanenter Kampf um Aufmerksamkeit
und um Anerkennung. Also es ist ja schon kein Zufall, dass dieses ganze Anerkennungsparadigma sich vor allem in einem akademischen Kontext so großer Beliebtheit erfreut, weil es eigentlich in einer gewissen Art und Weise sehr genau die Lebensrealität des akademischen Personals spiegelt. Andererseits kommt dann noch etwas hinzu, was ich mal jetzt ein bisschen polemisch als vulgarisierte Bourdieu-Lektüre zeichne, was nämlich dazu führt, dass quasi Bourdieu, der quasi jede kulturelle Handlung, jede Geste, also alles, was er Habitus nennt, quasi nur sehen kann unter dem Aspekt von Status und Statussicherung und quasi, also für ihn ist quasi Kultur quasi pure Ideologie und hat nichts darüber hinausweisendes. Ja? Das heißt, die ganze Ambivalenz in der Kultur, dass sie quasi ein Ineinander von Emanzipation und Regression und quasi und von Utopie und gebrochenem Versprechen ist, also quasi die komplette Ambivalenz der Moderne, sage ich mal, die aber eben auch das Paradigma für Emanzipationsbewegung eben ist, dass es eben ein Versprechen gibt, was noch nicht erreicht ist. Das nimmt ja schon Bourdieu in seiner Kritik zurück und quasi unter dieser Maßgabe wird ja überall gehandelt, dass halt alles, was jemand sagt, kann nur quasi Ausdruck irgendwie personeller irgendwie Staatssicherung sein und muss dementsprechend auch bekämpft werden. Dass es eben auch darüber hinausgehend etwas gibt wie Verständigung über möglicherweise eben Gemeinsamkeiten und das, was Caro gerade dann eben auch Wahrheiten nannte, hinter die man nicht zurück kann, dass es eben Aushandlungsprozesse nicht rein gibt ohne Verknüpfung mit Interessen, dass aber auch das Interesse nie nur rein eigene Statuserhaltung, sondern dass es möglicherweise auch ein solidarisches, ein kritisches, ein emanzipatorisches Interesse geben kann, wird damit ja eben auch gleich an den Tisch fallen gelassen. Und quasi in diesem Spannungsfeld zwischen quasi irgendwie extrem miesen institutionellen Bedingungen und gleichzeitig aber einer auf den Hund gekommenen irgendwie akademischen Kritik, würde ich quasi den Nährboden sehen für eben so einen letztlich irgendwie autoritären Turn, auch von Queer Theory und Ähnlichem. Ich würde gerne noch was ergänzen. Ja. Weil Jakob sagte eben schon sehr, sehr richtig, dass es sehr, sehr viel um Statussicherung geht und die Fixierung auf das eigene, auf die eigene Identität, auf das Ich, wer bin ich, die ständige, auch diese Ablehnung eines Gesellschaftsbegriffs, also was existiert abstrakt von mir und die also birgt ja auch diese völlige Ineinsetzung von dem Kollektiv, für das man sprechen will, und dem der einzelnen Person. Und somit ist das eine total egozentrische Idee, die da auch mit drin steckt, die dann ein totales Einfallstor dafür ist, dass die Leute natürlich ihre eigenen Interessen vertreten. Also es ist natürlich schon häufiger vorgekommen, dass beispielsweise People of Color, die komplett anderer Ansicht waren, auf perfideste Art und Weise ausgeschlossen worden sind, weil sie eben genau diesen erfahrungsbezogenen Diskussionsraum eingefordert haben und das wesentlich bedrohlicher war für den Statuserhalt als es war halt einfach bedrohlich und da kommt halt diese Ideologie zu sich selbst und zeigt eigentlich, was es eigentlich birgt. Dieses Buch Beißreflexe, über das wir hier sprechen, das hat ja schon kurz nach seinem Erscheinen für viele Diskussionen gesorgt. Ich habe viele positive Besprechungen gelesen. Es gibt aber auch einige Rezensionen, in denen gesagt wird, ja, dieses Buch ist unsolidarisch, dieses Buch spielt antifeministischen Ressentiments in die Hände. Deswegen würde mich abschließend nochmal interessieren, mit was für einer Perspektive eigentlich für euch beide diese Kritik verbunden ist, die ihr formuliert. Vielleicht auch wieder zuerst Caro, ist das für dich eine solidarische Kritik oder eine unsolidarische? Oder was würdest du dazu sagen, wenn gesagt wird, das ist antifeministisch? Naja, es ist in erster Linie erstmal gar keine Kritik, sondern Ressentiment, würde ich sagen. Und Kritik wäre ja, also wirkt ja auf das Wort schon, eine Auseinandersetzung mit dem Argument. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine argumentative Auseinandersetzung, gerne auch eine harsche. Hat sich bisher noch nicht so viel gezeigt, gab aber auch Situationen, in denen es tolle Diskussionen gab. Es hat sich aber auch immer wieder gezeigt, wenn ich die Autorinnen und Autoren des Buches kennenlerne, die Position, die wir alle vertreten und unsere politischen Ansichten sind wahnsinnig heterogen. Also das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Wir hatten selbst auf den Podien bisher Situationen, in denen wir nicht alle einer Meinung waren. Und ich würde sagen, also die Leute kommen aus verschiedenen Denkschulen und entwickeln ihre Begriffe und politischen Forderungen auf diverse Weisen. Was zusammengeführt ist in dem Buch, ist, dass eben diese von queerer Seite oder betroffenheitsfeministischer Seite Politik und Begriffsbildung
verunmöglicht werden. Und deshalb halte ich das Buch eben schon für sehr, sehr wichtig, um einen Austausch weiterhin zu ermöglichen, was wirklich nötig ist, und eine Diskussion zu ermöglichen über die Art und Weise, wie man eigentlich Erkenntnis will und wie man Politik machen will und wie man Aktionen machen will. Solange aber diese Art und Weise des Umgangs von dieser queeren Seite so geprägt ist, sind die verschiedenen Leute eigentlich darauf angewiesen, Frontarbeit zu machen. Also sich mit sowas auseinanderzusetzen, mit einer Verunmöglichung von Kritik, mit einer Primärsetzung einer unmittelbaren Betroffenheit, und zwar also einer unreflektierten Betroffenheit, die sich noch nicht fragt, in welchem gesellschaftlichen Raum sie stattfindet. Und deswegen, also, dass wir antifeministischen Ressentiments in die Hände spielen können. Ja gut, es gibt immer wieder Antifeministen, die gut finden, was wir schreiben, aber auch ein Antifeminist kann ja auch mal eine richtige Ansicht haben. Jakob, inwiefern kannst du die Kritik, die Perspektive der Kritik quasi ergänzen? Also ich würde auch sagen, dass quasi dieser Vorwurf, das würde quasi bestimmte Ressentiments bedienen, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise eher der Abwehr von Kritik dient, denn sie noch nie, ich sag mal, die Kritik an autoritären Tendenzen quasi in der historischen kommunistischen Bewegung hat ja jetzt auch nicht antikommunistischen Ressentiments gedient, sondern es war eine Sache, die man klären musste. So, das stand einfach auch an. Und genauso würde ich das jetzt auch begreifen. Das finde ich wirklich befremdlich, ja. Also wenn in einem Interview dann in der Siegessäule zum Beispiel gesagt wird, dieses ganze Buch wäre unsolidarische Kritik. Das ist ja einfach nur eine Grenzziehung, um zu sagen, das ist Kritik, die quasi, mit der man sich nicht auseinandersetzen muss, sondern die man quasi nur noch unterbinden muss. Aber wie kommt man irgendwie zu, genau das zu sagen? Da muss man vielleicht eins in Erinnerung rufen, dass Kritik ist quasi ohne einen Moment von tatsächlich auch Schmerz nicht zu haben. Ja? Also indem Kritik quasi auch Gewissheiten in Frage stellt, geht es ja genau darum, dass man sich eben, also kritische Selbstüberprüfung und all das ist schon klar, dass das natürlich auch irgendwie auch was Störendes ist. Aber gerade deswegen darf man ja nicht so draufhauen, wie das jetzt gerade gemacht wird, wo irgendwie versucht wird, irgendwie Lesungen zu verhindern und irgendwie Gewaltdrohungen gegen Patsy und irgendwie, das ist ja das, was gerade auch passiert, ja. Also eben, es ist quasi der Beweis der im Buch auch vertretenen These, dass das irgendwie quasi, dass er auf etwas Abweichendes und noch Autorität draufgehauen wird. Und das ist, denke ich, etwas, wo es eben so ein bisschen was ein Eingedenken darin braucht, dass das natürlich Erkenntnisprozesse selber ambivalente Prozesse sind. Ich sehe auch, dass es, ich glaube, es gibt auch ein Interesse und auch eine vernünftige Diskussion, und ich denke, daran kann man anknüpfen. Alles andere wird sich hoffentlich in Zukunft auch irgendwann erledigt haben.